Willkommen zur deutschen Übersetzung von Getting Software Worked with Properties Generated Tests and Proofs von Mike Sperber, live vom 36. Chaos Communication Congress in Leipzig. Alle Talks am Congress werden live zwischen Deutsch und Englisch und in eine weitere Sprache übersetzt. Für weitere Details und Informationen, wie die Streams genutzt werden können, besucht c3lingo.org. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, bevorzugt mit Hashtag C3T. Eure Übersetzungen für diesen Talk sind Pascaline und Babler. Thank you very much. Vielen Dank. So is anybody actively using the induction loop feature in the first couple of rows? Benutzt jemand das Introduction Feature in den ersten Reihen? Okay, lasst mich einen kurzen Werbeeinblendung machen. Wir machen eine Entwicklerkonferenz in Berlin im Februar, genannt Bob. Die ist sehr nett, sehr klein und wir würden euch gerne da sehen. Ein anderes Ding, das hier ist ein Einführungstalk. Wenn ihr die letzten Entwicklungen in Beweistaktiken sucht, dann ist alles, was ihr von diesem Talk kriegen werdet, eine leichte Begeisterung und ihr könnt auch gerne zu einem der anderen fortgesetzteren Talks gehen. Also wenn wir von einführenden Talks reden, hier ist ein Code-Auszug, den wir für diesen Talk benutzen. Wer ist aus, also wenn irgendein Teil dieses Programms nicht klar für euch ist, dann ist es auch nicht klar für einen der anderen Leute hier im Raum. Also wenn ihr Fragen habt, dann lade ich euch dazu ein, diese Fragen während diesem Talk zu stellen. Und obwohl es ein einführender Talk ist, kann es sehr technisch werden. Also das hier ist ein klassisches Beispiel für funktionales Programmieren, was ich oft benutze für als Beispiel über Tieren von auf texanischen Straßen. Es gibt zwei Typen von Tieren auf diesen Straßen. Es gibt wenn ihr diese zwei Definitionen für diese Tiere seht, dann seht ihr, dass die Pfeile lustig sind, aber ihr seht, dass beide jeweils zwei Eigenschaften haben. Es gibt Lebendigkeit. Also dieses Tier kann also tot oder lebendig sein. Und dann gibt es in der Typensignatur, sagt, es gibt eine Lebendigkeit, ein Gewicht, was ein Tier ausmacht. Und für einen Papagei gibt es ein String und auch ein Gewicht. Und hier drüber seht ihr, was das Gewicht ist. Das ist ein Typ, das ist etwas ungewöhnlich, aber das ist einfach nur das Gleiche wie ein Integer. Und wenn ihr da unten seht, wo es A1, A2 und A3 sagt, da habt ihr drei Beispiele für diese Tiere. Also hier seht ihr, ein Armadillo ist ein Tier. Also A1 ist ein Armadillo, das noch lebendig ist und 10 Kilo wiegt. Und das zweite ist auch ein Armadillo, was tot ist und 12 Kilo wiegt. Und das dritte ist ein Piratenpapagei und der wiegt 3 Kilo. Alles in Ordnung soweit? Also wenn ihr irgendwelche Fragen über das habt, bitte stellt sie gleich. Also was passiert auf texanischen Highways? Da fahren Leute mit dem Auto und Tiere werden überfahren. Wir machen funktionales Programmieren. Was hier wichtig ist, es geht ein Tier rein, es geht ein Tier raus.
Und das Tierobjekt, was ihr hier seht, ist nicht direkt das Tier, sondern der Status des Tieres zu einem gewissen Zeitpunkt. Also es geht rein, es geht raus. Also der Status des Tieres geht rein, bevor es überfahren wird, und dann der Status des Tieres, nachdem es hinauskommt. Und wir haben zwei Status für diese Tiere, also zwei unterschiedliche Gleichungen. Das eine sagt, was passiert Armadillos, wenn es da reingehen. Und da passiert dann so etwas wie Pattern Matching. Und das zweite ist, ein Papagei geht da rein, und auf der rechten Seite seht ihr, wenn ein Armadillo überfahren wird, dann wird die Lebendigkeit also zu tot. Es gibt ein neues Armadillo-Objekt, das hat das gleiche Gewicht, aber ist tot. Und die Gleichung unten auf dem Boden, die sagt, wenn man einen Papagei überfährt, dann wird er sehr, sehr leise. Wir werden am Ende des Talks zu diesem Beispiel zurückkommen. Aber jetzt werden wir etwas Einfacheres machen. Jetzt werde ich ein bisschen hin und her springen. Vor zwei Wochen habe ich einen Kurs über Architektur vorgestellt. Und das ist wahrscheinlich ein Domain Model. Und dann habe ich vielleicht einen Kunden und der hat irgendwelche Anforderungen. Und dann funktioniert das immer auf die gleiche Art und Weise. Ich packe eine neue Spalte in die Tabelle hinein. Und die Software wird dann immer älter und älter, und immer mehr Spalten werden hinzugefügt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir Modelle bauen, die flexibel sind? So, was ist das jetzt? Das ist ja etwas ganz anderes, denkt ihr vielleicht. Das hier ist der Schlüssel, um flexible Modelle zu bauen. Erinnert sich da jemand daran oder kennt jemand das? Kommt darauf an, wo ihr zur Schule gegangen seid, könnt ihr euch vielleicht daran erinnern, dass das Assoziativität ist. Das heißt, dass wir zuerst das A und das B miteinander verknüpfen können und dann das C. Oder zuerst das B und das C und dann das A. Und wenn ihr eins mitnehmt von diesem Talk, dann ist das, dass Assoziativität eines der wichtigsten Dinge sind, die es in der Softwareentwicklung gibt. Und jetzt können wir diese Gleichung etwas mehr spezifischer machen. Das ist, dann wisst ihr zum Beispiel, dass nicht nur Addition assoziativ ist, sondern auch Multiplikation. Das ist ein bisschen Mathematik. Ihr habt hier dieses umgedrehte A, das bedeutet für alle. Das bedeutet für alle A, B und C. Dann habt ihr dieses komische Epsilon geformte Modul, das heißt, A, B, C sind Elemente in den natürlichen Namen, also die natürlichen Zahlen 1, 2, 3, 4 und so weiter. Was das bedeutet, für alle natürlichen Zahlen A, B, C gilt die Assoziativitätseigenschaft, wenn man sie addiert. Das heißt natürlich, das gilt aber nicht nur für Zahlen und Additionen, sondern das gilt auch für Listen. Das gilt aber auch für ganz viele andere Dinge. Zum Beispiel, das ist ja ein anderes Beispiel, wenn man zum Beispiel mit Listen arbeitet und diese zwei Pluszeichen hier, das bedeutet Listenaneinanderhängung, Konkatenierung. Natürlich könnt ihr auch drei Listen aneinander hängen. Und das ist auch Assoziativität. Also es kommt nicht darauf an, ob ihr zuerst die B und C miteinander verbindet und dann das A vorne ranhängt, oder ob ihr zuerst A und B miteinander verknüpft und dann C ans Ende ranhängt. Ihr bekommt immer das gleiche Resultat. Das heißt, Listen und Konkatenierung, Verknüpfung, haben auch diese Assoziativität-Eigenschaft. Und hier ist ein Beispiel, was ich immer sehr, sehr erhellend finde. Wir können zum Beispiel Bilder so konstruieren. Das sieht man hier jetzt nicht. Das ist ein Bild von einem bekannten Forscher von mir. Er hat eine Sprache, um Diagramme von kleinen Teilen zu generieren. Es geht hier also um Operatoren, die Dinge aus Teilen konstruieren. Es gibt hier also verschiedene Formen. Es gibt schwarze Rechtecke, es gibt bunte Rechtecke, und das hat was hier mit den Türmen von Hanoi zu tun. Aber es geht hier eigentlich eher darum, dass das Bild aus verschiedenen Teilen besteht.
In normaler objektorientierter Programmierung, wenn man Grafik macht, da hat man in der Regel ein Canvas, eine Leinwand und man malt Pixel auf dieser Leinwand. Und dann malt man zum Beispiel kreisförmige Formen. Aber was wir hier machen ist, hier behandeln wir Bilder als einen Datentyp. Und die Definition ist gar nicht wichtig, sondern was wichtig ist, ist, dass es Funktionen gibt, die einfache Bilder herstellen können. Hier gibt es zum Beispiel ein Beispiel, die ihr euch vorstellen könnt, zum Beispiel Star, die Funktion Star, mit der ihr Sterne konstruieren könnt. Oben gibt es eine Type-Deklaration, das heißt, dass die Star-Funktion eine ganze Zahl erlangt oder ein Mode, was auch immer das heißt, eine Fanger und dann erzeugt sie ein Image. Und wir können diese Star-Funktion aufrufen oder callen mit den Variablen 200, Solid und Gold. Und damit bekommen wir ein Image und dieses Image-Bild ist ein Objekt. Das ist vielleicht nicht so spannend, aber wir haben vielleicht eine zweite Funktion, Polygon. Polygon bekommt zwei Integers, zwei ganze Zahlen. Das ist die Größe des Polygons und auch die Anzahl der Vertices. Und dann den Modus und Color. Und das kann man zum Beispiel callen mit 180 und 5. Und Outline und in Rot ist es dann. Und die Idee hier ist jetzt, dass wir die Sachen auch miteinander kombinieren können. Genauso wie wir zwei Zahlen oder zwei Listen kombinieren können, können wir auch zwei Bilder kombinieren. Und das Einfachste, was wir machen können, ist, wir können zwei Bilder nebeneinander packen. Zum Beispiel mit der Funktion Beside. Beside kriegt zwei Bilder und produziert wieder ein Image. Und genau das. Und wenn wir über Sozietät drüber nachdenken, dann denken wir auch über einen binären Operator nachdenken, der zwei Bilder bekommt, wie hier in diesem Beispiel, und dann ein neues Bild. Und wir können uns auch einen anderen Operator vorstellen, nämlich above, der zwei Bilder bekommt und die Bilder übereinander packt. Und wir können auch diese beiden Funktionen kombinieren. Und das ist gar nicht so, und das geht, weil man zwei Image reinpackt und ein Image kommt wieder raus. Und damit können wir die Sachen wieder kombinieren und können Arrangements von Bildern herstellen. Und Beside und Above sind jetzt zwei mögliche Operatoren. Und ihr denkt vielleicht gerade darüber nach, über Assoziativität. Aber eigentlich die viel fundamentalere Operation ist Overlay, also zwei Bilder übereinander packen. Hat wieder den gleichen Typen. Zwei Bilder kommen rein und ein Bild kommt raus. Und wenn man jetzt zum Beispiel diesen Goldstern nimmt und das Pentagon, dann hat man und übereinander packt, dann sieht das so aus. Und jetzt können wir das Assoziativitätsgesetz formulieren für Bilder. Es sieht vielleicht ein bisschen anders aus, weil wir jetzt Overlay nach vorne geschrieben haben, anstatt die Overlay zwischen die Elemente zu packen. Aber ich möchte einfach nur zeigen, dass es die gleiche Idee ist. Es kommt also nicht darauf an, ob ich zuerst A und B nehme, die übereinander lege und dann C drüber lege, oder ob ich erst B und C übereinander lege und dann A übereinander lege. Macht das Sinn soweit? Habt ihr eine Frage? Ja, guter Punkt. Also das impliziert, dass es auch eine Art von Transparenz gibt, damit es Assoziativität geben kann. Eine sehr gute Frage. Und das bedeutet, wenn ihr über dieses Bild nachdenkt und über die Farbe an bestimmten Koordinaten nachdenkt, müsst ihr darüber nachdenken, wie ihr diese Farben an diesen Koordinaten behandelt. Und da kann man sich dann vorstellen, dass es dann natürlich auch einen Kombinationsoperator für Farben gibt und auch der assoziativ sein muss, damit die Overlay-Operation assoziativ sein kann. Sehr gute Frage. Da diese Assoziativitätseigenschaft nicht nur auf Zahlen, wie wir in der Schule gelernt haben, anwendbar ist, sondern auch auf Mengen. Und deswegen müssen wir darüber nachdenken, was die Eigenschaften der Gruppen sind. Das hat einen Namen in der Mathe, das sind dann Halbgruppen.
Also ihr habt eine Menge S, es kann die Menge von den natürlichen Zahlen oder von Bildern sein. Wir haben eine Operation, die heißt hier einfach Kreis, die nimmt irgendwelche Elemente A, B, C von dieser Menge S und verknüpft die miteinander. Und für diesen Kreis könnt ihr dann Overlay, Beside, Above oder die beispielsweise die List-Konkatenation einsetzen. Associativität ist großartig, weil es heißt, dass wir alle möglichen Dinge verbinden können und wir können das in egal welcher Reihenfolge wir die Klammern setzen, das Ergebnis ist das gleiche. Also können wir einen Ausdruck schreiben, indem wir die Klammern weglassen. Es hat auch praktische Anwendungen, wenn ihr die Verarbeitung von großen Datenmengen macht, heißt das bei Assoziativität, dass wenn ihr große Datenmengen habt auf verschiedenen Harddrives, auf verschiedenen Datensourcen, wenn ihr die miteinander verbindet und eine assoziative Verbindung habt, dann heißt das, dass ihr diese Kombinationen-Operationen beliebig neu anordnen könnt und das macht es wirklich sehr, sehr praktisch, wenn ihr die Verarbeitung von großen Datenmengen machen müsst. Das ist eine praktische Anwendung, aber Assoziativität ist auch sehr nützlich, wenn ihr euer Domain-Modell designt. So könnt ihr euer Domain-Modell nicht als etwas sehen, was aus ganz, ganz vielen Eigenschaften besteht, sondern aus ganz vielen unterschiedlichen Blöcken, die ihr beliebig von Eigenschaften, die ihr beliebig kombinieren könnt. Hier ist eines meiner Lieblingsbilder von Brent Yorgay. Ihr könnt sehen, es geht hier um Bilder und diese Bilder werden übereinander gelegt. Dieser Titel ist sehr googelbar. Es sagt hier nicht Halbgruppe, es sagt Monoid. Ein Monoid klingt sehr kompliziert, aber ist nicht sehr viel komplizierter als eine Halbgruppe. Also es ist eine Halbgruppe, die ein neutrales Element enthält. Und wenn wir etwas mit einem neutralen Element verbinden, dann ist es egal, ob wir das von vorne oder von hinten verknüpfen, sondern das gleiche Resultat kommt dabei raus. Das neutrale Element für die Addition von Zahlen ist 0. Für Overlay, Beside und Above kann man sich auch vorstellen, dann in dem Fall ein leeres Bild als neutrales Element zu haben. Also all diese Dinge, die ich euch gerade gezeigt habe, die assoziativ sind, sind also nicht nur assoziativ, sondern sie sind auch noch monoid. Aber solange ihr euch Assoziativität merken könnt, das ist das Wichtigste. Und Monoid gibt es wirklich überall. Es gibt Zahlen, es gibt Listen, Bilder, Musik. Man kann Animationen und man kann Animationen miteinander verbinden, Finanzkontrakte, Semikonduktorherstellungsrouten. Eigenschaften selber sind auch monoide. Alles Mögliche, sie sind überall um euch herum. Und das ist wirklich der Schlüssel zu flexiblen Domainmodellen. Wir suchen also nach Bausteinen und nach Wegen, diese Bausteine miteinander zu verknüpfen. Ich habe also gesagt, ihr könnt Assoziativitäten oder Monoide zu benutzen, um euer Design zu leiten. Hier ist eines von den Bildern. Ihr erinnert euch an die Beside- und die Above-Operation und die sind okay, um Bilder in einer vertikalen oder horizontalen Achse anzuordnen. Aber das Problem ist, die haben jetzt eine Bounding-Box um diese Bilder gemacht und haben dann die Bounding-Boxes angeordnet.
Und das funktioniert sehr gut, wenn das Bild ein Rechteck ist, das mit den Achsen übereinstimmt. Es funktioniert aber nicht so gut, wenn das Bild leicht rotiert ist, weil dann gibt es eine Lücke im Bild. Also Beside und Above sind nicht besonders gute Operationen als Basis für eine Bilderbibliothek. Aber es löst das Problem, wie man bestimmte Bilder anordnen kann, dass sie nebeneinander übereinander sind. Und die Idee von Umschlägen ist, wenn ihr mir einen Vektor gibt, der anfängt am Startpunkt und ihr diesen Vektor verfolgt, dann könnt ihr diesen Punkt finden, der gerade außerhalb des Objektes ist, und das ist dann eine Envelope. Und ihr könnt das benutzen, um eure Bilder anzuordnen, nicht nur im Horizontalen und im Vertikalen, sondern auch wenn sie rotiert sind, also an den Punkten, wo sie sich berühren. Also Ben geht dann von dieser Inspiration von Monoiden aus, dass alles ein Monoid sein muss, und nimmt das als Leitungsprinzip für seine Bibliothek. Also es ist ein wirklich sehr interessantes Paper zu lesen, sehr, sehr interessante Resultate. Aber das bedeutet, dass ihr auch einen monoidischen Kombinationsoperator für Envelopes finden müsst. Glücklicherweise ist das wirklich sehr einfach. Also wenn ein Vektor in eine bestimmte Richtung ist, dann ist die Envelope einfach nur das Maximum von diesen zwei Punkten, um genau außerhalb von dem Objekt zu sein. Ich habe diese Eigenschaften als mathematische Eigenschaften eingeführt. Für alle Bilder können wir die Overlay-Operation bestimmen. Wir können aber auch diese Eigenschaften als Code beschreiben. Es gibt hier nicht so viel Unterschied, außer dass die Schriftart eine andere ist. Aber dieses ganze mathematische Zeug ist immer noch darüber. Aber wir können jetzt einfach die mathematische Zeile nehmen und den Code umwandeln. Es sieht jetzt nicht ganz gleich aus, aber vielleicht können wir die Struktur wiedererkennen. Also wir haben hier eine Eigenschaft, die heißt Overlay Associative. Haskell ist eine ASCII-Sprache, immer noch großartig, also immer noch zum großen Teil, deswegen haben wir kein umgedrehtes A. Und deswegen schreiben wir for all, also für alle arbiträren Tripel von allen arbiträren Bildern, nehmen wir diese drei Bilder, Bild 1, Bild 2, Bild 3. Dieses lustige Backslash da ist ein Lambda. Und die fundamentale Eigenschaft ist, wenn wir das Overlay von Bild 1 und Bild 2 und dann Bild 3 aufrufen, ist das Gleiche, wie wenn wir das Overlay von Bild 1 und dem Overlay von Bild 2 und Bild 3 aufrufen. Eine andere großartige Sache ist, wenn wir es als Code aufgeschrieben haben, können wir es in einem Programm manipulieren. Wir haben hier einen anderen großen Forscher in funktionaler Programmierung, John Hughes, der etwas geschrieben hat, das heißt QuickCheck. Ich habe einen QuickCheck für diesen Talk zusammengehackt, aber wenn es eine funktionale Sprache oder Java oder Python ist, dann gibt es bestimmt eine Bibliothek für QuickCheck. Ich will dieses Quick-Check einmal zeigen. Nicht um das Design darüber zu reden, sondern eher über die Eigenschaft einer Sache nachzudenken.
Wir wollen ja eine Darstellung von Mengen in natürlichen Zahlen darstellen. So machen wir das, indem wir eine Menge als eine Liste von natürlichen Zahlen von Paaren von natürlichen Zahlen darstellen. Oben haben wir eine Typdefinition, die sagt, iSet ist ein Typ. Und dieser Typ ist definiert als ein Synonym für eine Liste von Paaren von natürlichen Zahlen. Das bedeuten diese runden Klammern und das Komma dazwischen ihnen. Und jetzt einfach nur zu sehen, was das bedeutet. Hier habe ich eine Funktion. Ich habe die Definition nicht hingeschrieben, aber was die wichtig ist, ist die Typsignatur. Es bekommt eine Integer-Set und erzeugt eine Liste von allen Elementen in dieser Menge. Und wenn ich jetzt iToList anwende auf diese Liste anwende, diese Brackets sind einfach nur eine Liste. Und diese Liste von 0 bis 3, von 5 bis 7 und von 9 bis 10 und alles ist inklusive. Und da unten sehen wir die Liste aller Elemente. Und dann haben wir aus der ersten kommen 0, 1, 2, 3. Und danach geht es von 5 nach 7, also 5, 6, 7. Und dann die letzte geht von 9 bis 10, also 9 und 10. Ergibt das Sinn? Let's see. Of course, well, not of course, but und jetzt, wie ich das machen möchte, ist, möchte ich die Intervallmenge möchte ich strukturiert haben, eine gewisse Menge. In einer gewissen Art. Und hier habe ich jetzt eine Funktion, die beschreibt, was es bedeutet, dass es ein valides Intervall, eine gute Intervallmenge ist. Wir wollen also nicht, dass zwei Intervalle sich überschneiden. Also wir wollen sie disjunkt haben und wir wollen, dass die Reihenfolge gut ist. Das heißt, gehen wir mal durch. Und isValid ist eine Funktion, die sagt uns, ob eine Intervallmenge valide ist oder nicht. Und es gibt drei verschiedene Fälle. Und deswegen gibt es ja auch drei verschiedene Gleichungen. Die erste Gleichung sagt, dass die Menge, die leere Menge, das heißt, die leere Menge ist okay. Die nächste Menge besteht nur aus einem einzigen Intervall und dieses Intervall geht von low nach high, also von niedrig nach hoch. Und dieses Intervall ist valide, ist erlaubt, wenn low kleiner gleich ist high. Also wenn... Ist das okay oder verständlich? Und jetzt wird es etwas ein bisschen komplizierter. Und der dritte Fall ist, wenn man mindestens zwei Intervalle innerhalb dieser Menge hat und diese zwei Intervalle geht von low 1 nach high 1 und das zweite geht von low 2 nach high 2. Und die erste Kondition, die erste Bedingung ist, wir wollen, dass die Intervalle sortiert sind. Das heißt, low 1 ist kleiner gleich high 1. Und es sagt, und es soll eine Lücke zwischen zwei konsekutiven Intervallen sein. Das heißt, deswegen muss da high 1 plus 1 muss echt kleiner low 2 sein. Das heißt, das Ende von dem ersten Intervall muss separiert sein von dem zweiten Intervall, von dem low 2 von dem zweiten Intervall. Und wir erwarten, dass der Rest der Menge auch valide ist. Und jetzt stellen wir uns vielleicht eine Vereinigungsfunktion, Union-Funktion vor. Und die Vereinigung ist ein Monoid respektive zu diesem Intervallset. Das heißt, Union bekommt zwei Intervallmengen und gibt eine Intervallmenge aus. Und wenn ihr sowas schon mal geschrieben habt oder implementiert habt, dann wisst ihr wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich ein bisschen tricky, das zu implementieren. Aber wie können wir das sicherstellen, dass das richtig wird, was wir implementieren? Was wir also machen ist, wir schreiben diese Eigenschaften auf. Wir können natürlich Assoziativität aufschreiben, das lasse ich als Übung. Und eine sehr einfache Eigenschaft, die wir schreiben, ist, dass für beliebige Paare von beliebigen Intervallmengen wollen wir, dass die Vereinigung von diesen beiden Intervallsetten auch wieder ein valides Intervallset ist.
Macht das Sinn? Hier ist eine zweite Eigenschaft, die sagt, okay, ich habe schon diese e-to-list-Funktion definiert, die gegeben eine Intervallmenge gibt. Das heißt, wir können diese Darstellung von diesen Mengen können wir als Modell benutzen und sagen, okay, wenn wir die Vereinigung von beliebigen Intervallmengen anschauen, das heißt E-Union von iSet 1, iSet 2, und wenn wir diese Liste, und wenn wir das zu einer Liste konvertieren, dann können wir auch genauso gut erst jede individuelle Menge konvertieren mit e-to-list und dann danach die Merge-Funktionen verwenden, also die Konkatenierung. Das ist also ein sehr einfaches Modell für Intervallmengen. Und auf dieser und solche Modelle sind sehr schön zu haben. Und ich habe vorher schon ein bisschen angefangen damit, vor dem Talk. Und das sieht dann so aus. Das war meine Implementierung, die ich geschrieben habe. Okay, da habt ihr dieses E-Union, iSet geht auf iSet, geht auf iSet. Und die erste Zeile sagt, okay, wenn die erste Menge leer ist und dann gebe ich euch die, und ich habe die zweite Menge, dann gebe ich einfach nur die zweite Menge zurück. Das ist die klassische Eigenschaft, wenn ich eine Vereinigung habe. Und jetzt seht ihr den dritten Case. Da wird es ziemlich tricky oder kompliziert. Und das, die Hauptsache, die ihr eigentlich hier mitnehmen sollt, ist, dass es kompliziert ist. Die dritte Eigenschaft sagt, okay, wenn beide haben mindestens ein Element, das ist Low 1, High 1 und im zweiten Fall ist es Low 2, High 2 und dann gibt es den Rest und wenn Low 1 echt größer High 2 ist, dann wollen wir mit Low 2, High 2 anfangen und dann mit der Union von dem Rest. Aber in dem anderen Fall, wenn Low 2 größer ist als High 1, also wenn das andere Intervall zuerst kommt, dann fangen wir andersrum. Und wenn das in allen anderen Fällen, müssen wir die Intervalle mergen. Also wenn die Intervalle nicht sortiert werden können, dann müssen wir die Intervalle vereinigen. Okay, und jetzt habe ich euch schon dieses Quick-Check-Tool vorgestellt. Und das Coole ist, wir können dieses Quick-Check-Tool in IDRIS laden und dann haben wir so eine Kommandozeile. Ich hoffe, ich mache das hier richtig. Also wir wollen Quick-Check und wir wollen Prop-Union-Correct brauchen wir. Ich hoffe, der Name ist richtig. Und jetzt sagt er hier, er hat 100 Tests ausgeführt. Das heißt, Quick-Check nimmt die Code-Version von deinen Eigenschaften und automatisch testet eure Properties. Und das sagt jetzt hier, das, was du geschrieben hast, das ist korrekt. Es wird also immer Intervallmengen produzieren, das heißt immer, es wird euch immer das richtige Resultat liefern. Es gab ja noch das andere Kriterium, das wir Union Valid genannt haben. Und hier ist das tatsächlich der bessere Teil von QuickCheck. Hier sehen wir, es ist falsifizierbar. Das heißt, es gibt ein Gegenbeispiel. Es sagt also, es hat 9 Tests, zufällige Tests generiert und es hat ein Beispiel gefunden, wo die Eigenschaft nicht valide ist, wo sie nicht stimmt. Und was wir jetzt machen können, ist, wir können jetzt dieses Beispiel kopieren. Und dann können wir das callen. Und was wir hier sehen, wir sehen also 2 und 4, 1 und 1 und 3 und 5. Und das ist übrigens zufällig, das heißt, es kann immer wieder anders sein jedes Mal. Okay, es sagt, diese beiden Intervalle, die sollten einfach vereinigt werden und es sollte eigentlich nur ein Intervall sein. Und das hat es aber leider nicht korrekt getan. Und der Grund dafür, vielleicht habt ihr das gesehen schon. Okay, was hier passiert ist, ich bin also in diesen Fall reingelaufen, Low 1 ist größer als High 2 und ich hatte ja euch gesagt, da muss ja mindestens eine Lücke sein, die größer ist als 1. Und hier ist ein Off-by-1-Fehler, also ein um einen falsch. Aber hier können sie ja immer noch genau nebeneinander sein.
Damit wir aber sicherstellen können, dass da immer eine Lücke ist, müssen wir hier 1 addieren. Das heißt, wir fixen das so. Und jetzt führen wir wieder den Test aus. Und nein, es gibt immer noch ein Gegenbeispiel. Das können wir auch ausprobieren. Das heißt, wir kriegen so Testfälle, die uns sagen, wo sind die Fehler. Und hier, okay, diese Intervalle überlappen sich immer noch. Aber was ist denn hier passiert? Könnt ihr das sehen? Ihr könnt also sehen, dass die ersten beiden Intervalle müssen in den letzten Fall hineinlaufen, denn die überlappen sich. Denn wir haben das Intervall von 0 nach 3 und wir haben das Intervall von 0 nach 5. Okay, es hat also diesen Fall gemerged, diese beiden Intervalle vereinigt. Es hat aber leider diese Intervalle nicht mit 6 und 7 vereinigt. Okay, wenn ihr euch das anschaut, es muss also da reingelaufen sein. Und dann ist es mit dem Rest weitergegangen. Lasst uns das nochmal angucken, um zu sehen, was tatsächlich passiert ist. So, there it is. So it merged those. Es hat also die beiden vereinigt. Und dann ist es in ein Symmetrieproblem reingelaufen. Das sieht, vielleicht seht ihr es auch nicht, aber es ist ziemlich kompliziert. Das könnte ich auch nicht alleine machen. Das heißt, es puckt das Resultat auf iSet 1 REST. Aber das Maximum von High 1 und High 2 könnte vielleicht die Konsistenzeigenschaften invalidieren. Ach, den Fehler habe ich noch nie gesehen. Macht das Sinn? Aber könnt ihr sehen, dass das symmetrisch sein sollte, das letzte? Also versuchen wir es symmetrisch zu machen. Wir machen das also so, also wenn... Das funktioniert also nur, wenn High 1 kleiner als High 2, 2. Wir müssen also wirklich sicherstellen, oder größer, dann ist das Maximum dieser beiden Zahlen ist dann High 1. Macht das Sinn? Und dann ist das dann ist es kein Problem, das auf iSet 1 REST zu packen. Und in dem anderen Fall, wenn High 2 größer ist, dann müssen wir etwas anderes machen. Dann entfernen wir das da und packen das da vorne hin, vorne ran. Und jetzt sollte es symmetrisch sein. So, let me load this. It's passed the test. Ah, es ist okay, durchgelaufen. Super. Vielen Dank. Ich habe das geübt, das richtig zu schreiben. You know, this kind of stuff, it always gets me, I mean, you know, with old age especially, this kind of stuff, it always drives the sweat on my forehead. Diese Sachen, die treiben, mich immer in den Schweiß. Es gibt immer so viele Fälle und QuickTrack ist das, was aus der Box heraus alles herausliest. Also es ist ein großartiges Werkzeug. Ich empfehle euch wirklich, es auszuprobieren. Lasst mich euch ein paar Beispiele aus der realen Welt geben. Es gibt XMonad, das ist ein Tiling Fenstermanager. Und das funktioniert, weil es ist korrekt. Und warum ist es korrekt? Das ist, weil die sehr viele Eigenschaften für die Geometrie aufgeschrieben haben und für das Tiling und das mit QuickCheck überprüfen. Und wir das mit QuickCheck überprüfen können. Don Stewart hat ein paar Blogposts über die vereinfachten Eigenschaften von XMonad geschrieben, die ich jetzt hier benutze. Hier ist ein Beispiel für ein Window Manager. Es macht keine Geometrie, es hat einfach nur mehrere Fenster. Hier ist also ein Datentyp, der heißt Stackset.
Es ist parametrisiert durch einen Fenstertyp. Es gibt einen Typparameter und dann gibt es einen Konstruktor. Es hat zwei Felder. Das eine ist der die Nummer des aktuellen Arbeitsbereiches und das andere ist Stacks. Das mappt einfach die Liste von den Fenstern auf die Zahlen, auf ihre Nummern. Und dann gibt es ganz viele Operationen, die auf diesen Fenstern, die auf dieser Konfiguration von Fenstern operieren. Also man kann beispielsweise ein leeres Stackset konstruieren. Wir haben die Nummer von einem Fenster, das wir vorne haben, aber rotiere es mir bitte so, dass es sichtbar ist. Das war View. Peak heißt, gib mir das Fenster ganz oben. Rotate heißt, bitte rotiere mir die Fenster durch. Push heißt, gib das Fenster nach oben. Insert heißt, ich will ein Fenster zwischen das Stackset einfügen. Delete, ich will eins löschen. Shift heißt, ich will etwas mit den Windows bewegen. Ihr könnt euch vorstellen, genauso wie wir das mit den Eigenschaften gemacht haben, wir können jetzt hier Eigenschaften, die gelten müssen, definieren, also Invarianten. Also beispielsweise die Zahl des aktuellen Fensters sollte nicht größer sein als die Anzahl der Fenster in dem Stackset. Und wir wollen keine Duplikate in dem Stackset haben. So, all diese Funktionsdefinitionen sind nicht sehr kompliziert, aber wir können alle möglichen Eigenschaften dafür definieren. Zum Beispiel für das erste, für alle Paare von natürlichen Zahlen, die es in diesem Stackset gibt, wenn ich die View-Funktion dafür aufrufe, dann will ich, dass die View-Funktion ein konsistentes Stackset aufruft und genauso kann ich durchgehen für alle anderen. Hier unten seht ihr ein paar Prärequisite, die gelten müssen für alle Stacksets. Wenn die Nummer des Fensters kleiner ist als die Anzahl der Fenster im Stackset, dann muss kleiner sein, als das, sonst gibt es Probleme. Das ist ein Weg, um Eigenschaften zu erfinden. Und ihr könnt euch das dann als Eigenschaften aufschreiben und QuickCheck die dann für euch überprüfen lassen. Ihr könnt euch vorstellen, das hier sind jetzt vereinfachte Beispiele, ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr einen echten Tiling Manager habt, dass das viel mehr ist. Aber ihr könnt die gleichen Eigenschaften auch dafür behalten. Dann gibt es immer noch viel Konsistenz, auch mit Tiling, dass das Overlap richtig gemacht wird. Aber auch das könnt ihr als Eigenschaften definieren, die ihr dann mit QuickCheck überprüfen könnt. Hier ist ein Beispiel von unseren Sachen. Vor ein paar Monaten haben wir eine größere Visual Basic Applikation migriert. Hier seht ihr die Typensignatur und hier hatten wir eine Eigenschaft. Also wenn wir von einem Passwort ein Hash generieren und es dann mit dem Hash in der Datenbank überprüfen wollen, dann soll das der gleiche Hash sein. Und zu unserer großen Überraschung ist das fehlgeschlagen. Diese Eigenschaft hat nicht gegolten. Und wir mussten das dann korrigieren, und weil in dem Datenbankenschema gab es eine Restriktion, sodass wir das zu 11 auf 11 Charaktere zusammen restriktet ist. Und manchmal geht QuickCheck eben auch hin und überprüft Dinge, die wir nicht erwartet hätten.
Ein anderes Beispiel, das wir hatten, für einen großen Industriekunden haben wir eine Applikation entwickelt, die von zwei Kommunikationspartnern, wenn die Daten miteinander tauschen wollten, dann wollten wir nicht, dass sie jedes Mal alle Daten tauschen müssen, sondern nur die Daten, die auf der jeweils anderen Seite gefehlt haben. Dafür gibt es bereits großartige Algorithmen, die sind sehr kompliziert. Aber glücklicherweise ist die Eigenschaft dafür aufzuschreiben sehr einfach. Hier habt ihr die Eigenschaft dafür. Unser Synchronisationsalgorithmus arbeitet auf Blöcken von Daten. Also seht ihr hier für alle Paare von Mengen von Daten von Block Set 1 und Block Set von der Blockmenge 1 und Blockmenge 2. Und wenn wir davon die Vereinigung machen oder die Synchronisation aufrufen, dann kriegen wir zwei neue Blocksets und das sind die, die auf die andere Seite geschickt werden. Und das Kriterium hier sagt, wenn wir das eine Set haben und das Union, die Vereinigung mit dem nehmen, von dem wir kriegen, dann sollten wir beide haben am Ende. Und diese Eigenschaft sollte für beide Seiten gelten. Und wir wollen nicht Blöcke transferieren, die nicht in der zweiten Menge sind, als wir wollen, dass die Vereinigung leer ist, so dass wir nicht jedes Mal alle Blöcke an den Kommunikationspartner schicken. Ich habe Blut geschwitzt bei diesem Algorithmus. Es war sehr schwer, das zu schreiben. Aber dieser eine Test, der hat alle Bugs herausgefunden, die ich auf dem Weg dorthin gemacht habe. Also es ist wirklich sehr, sehr effizient. John Hughes hat ein paar Paper darüber geschrieben. Er hat zum Beispiel damit Fehler geschrieben in einer verteilten Datenbank namens Misha. Und der Fehler war, eine Datei zu öffnen und sofort wieder zu schließen. Und das ist kein typischer Fall, den ihr mit Unit-Tests abdeckt. Und das würdet ihr nicht mit dem mit Unit-Tests finden würdet. Und wenn ihr dann das Ding schließt und gleich wieder öffnet, dann geht es kaputt. Und hier ist ein anderes Beispiel für Dropbox. Und ihr könnt euch vorstellen, dass für Dropbox, ihr könntet euch vorstellen, dass es dafür Eigenschaften gibt, aber das gibt es tatsächlich nicht. Nicht John Hughes hat das gemacht und er hat damit auch ein paar Fehler gefunden. Also Client 1 schreibt in eine Datei A und dann löscht er die Datei. Dann schreibt ein zweiter Client in die gleiche Datei. Er setzt der B in A, dann schreibt 1 C in die Datei, die gerade noch leer war. Aber wenn man dann liest, dann erwartet man ja entweder B oder C, aber eigentlich war die gelöscht. So, die haben das jetzt gefixt, das funktioniert jetzt. Dann Vicstorm hatte gerade einen aktuellen Blogpost über den Screencast-Editor. Also das ist ein tolles Werkzeug, um Fehler zu finden. Aber es ist nicht das Gleiche, als einen Beweis zu haben. Also ihr könnt euch immer noch vorstellen, dass ihr Fälle findet, die nicht von QuickCheck abgedeckt werden. Es ist nicht das Gleiche, wie festzustellen, dass es keine Bugs gibt. Das Tolle an Idris ist und warum ich es für diesen Talk ausgewählt habe, ist, es beinhaltet nicht nur Eigenschaften, sondern auch Beweise in der Sprache. Also wenn ihr nach oben guckt, das ist die Definition von einer Funktion, die es in der Standardbibliothek gibt. Und hier seht ihr, es konkateniert zwei Listen. Und das erste ist, wenn es die leere Liste konkateniert, dann mit einer
mit der rechten Liste, dann ist es die rechte Liste. Und das zweite ist eine rekursive Definition von der Verbindung von Listen. Und hier ist die Definition von einer Funktion, die heißt Append Assoc, die sagt, wenn ihr eine Liste A, B und C habt, dann sollte die Assoziativitätseigenschaft gelten. Und das ist jetzt der Status von dieser Funktion, das ist nicht das gleiche wie ein Beweis. Wer hat gerne Beweise in Mathe geschrieben? Das Großartige an Idris ist, es hilft euch, Beweise zu schreiben. Also hier ist das, was ihr gerade auf dem Slide gesehen habt, und jetzt kann ich das hier laden. Und in Idris kann ich jetzt ein paar Knöpfe drücken. Und das sagt mir, oh, du solltest einen Beweis für diese Funktion schreiben. Und dann kann ich einen zweiten Knopf drücken, der sagt, ach, wenn du das auf Listen machst, dann musst du zwischen zwei Fällen unterscheiden. Einmal von leeren Listen und einmal von Listen, die als erstes Element das Element X haben und dann XS. Dann kann ich noch einen Knopf drücken. Das habe ich nicht geschrieben. Das sagt mir dann Reffel. Was könnte Reffel wohl sein? Dann kann ich einfach fragen, was ist Reffel? Dann sagt mir das, ach, Reffel ist einfach nur ein eingebauter Beweis, das sagt, dass zwei Elemente gleich sind, wenn sie gleich sind. Das macht irgendwie Sinn in der ersten Gleichung, weil die erste Gleichung von Append Assoc baut auf der Definition von plus plus auf. Die erste Liste ist leer. Könnt ihr das sehen? Könnt ihr sehen, wie die erste Liste leer ist? Und die ist leer da oben mit dem Plus Plus. Könnt ihr das sehen? Okay. Und dann sagt es einfach nur, so wie die Definition funktioniert, passt es. Aber was sehr wichtig ist, ist, dass Idris das akzeptiert. Dem zweiten Teil ist es etwas komplizierter, aber hier können wir uns auch helfen, weil wir wissen, dass Append Assoc rekursiv ist, also es rekursiviert auf dem ersten Element. Und wir können Idris also sagen, dass es das benutzen sollte, also diese Eigenschaft. Hier ist der rekursive Aufruf. Und wenn ich das jetzt schreibe, dann lädt es nochmal Reffel. Das ist jetzt mysteriös für euch, wie das funktioniert, aber das da ist jetzt ein Beweis von der Assoziativitätseigenschaft von der Append Assoc Function. Da Idris das alles euch dabei hilft, ist es sehr lustig, das so zu schreiben. So. Die Art, mit Idris zu programmieren, ist also viele Eigenschaften in die Typen zu schreiben. Und dann wird Idris für euch die Definition herausfinden und ihr müsst das nicht selber machen. Und diese sogenannten Beweisassistenzsysteme, wie Idris 1 ist, gibt es dann noch andere, so wie SEL 4. Das ist dann wurde benutzt, um SEL 4, also es wurde bewiesen, dass SEL 4 keine Probleme hat mit solchen Systemen. Konzert wurde auch mit solchen Systemen überprüft. SEL 4 wurde mit Isabel überprüft. Concert wurde auch, das ist ein C-Compiler, der wurde überprüft. Der Source Code ist zwar zertifiziert, aber woher weiß man, dass der Compiler auch korrekten Code generiert? Aber jetzt wissen wir, das ist verifiziert worden. Und das ist alles sehr schwierig zu überprüfen. Und wie macht man das? Man kann halt Checker schreiben,
der den Code, den Output überprüft. Dafür gibt es dann Tools. Wir haben jetzt Idris gesehen. Dann gibt es auch noch andere. So, also um einen Gang zurückzuschalten, es gibt sehr viele nützliche Eigenschaften in euren Programmen, zum Beispiel Kommutativität. Es gibt, wenn ihr Verknüpfungen habt, dann gibt es Relationen, dann gibt es Reflexivität, Symmetrie, Antisymmetrie, Transitivität. Reflexivität bedeutet, das ist immer Relation zu sich selber. Symmetrie bedeutet, wenn A in Relation zu B steht, steht B auch in Relation zu A. Antisymmetrie ist das Gegenteil davon. Also beispielsweise Ordnungsrelationen sind antisymmetrisch. Und hier ist ein kleines Wörterbuch von nützlichen Eigenschaften. Dann gibt es etwas außergewöhnlichere Eigenschaften, wie zum Beispiel Funktor. Ihr habt vielleicht eine Funktion entdeckt in eurer Programmiersprache, in einer Bibliothek, Map. Selbst Java hat diese Funktion. In Java, for example, it says stream, or it might be list, right? Was also Map macht, und dann habe ich eine Liste von Funktionen, dann kann ich eine Funktion auf all diese Elemente anwenden. Das kann man aber noch generalisieren auf andere Typen. Und in Idris kann man natürlich Gleichungen für Funktoren aufschreiben. Wenn ihr euch hier anschaut, da wo es Funktion sagt, und G gibt A auf A zurück, also das ist die Identitätsfunktion. Also wenn ihr die Identitätsfunktion auf jedes Element von der Liste anwendet, dann habt ihr die gleiche Liste wieder. Und hier gibt es noch Functor Composition. Also wenn ihr einen Functor auf einen anderen anwendet, also dann solltet ihr da wieder das gleiche Resultat rauskriegen. Aber da können wir uns ja noch, wo kann man sich Funktoren also ansehen? Also vor ein paar Jahren in einer Fortbildung hat jemand gesagt, aber du fängst ja immer an mit dem Tierbeispiel, da könnte man doch sicher was finden. Und da habe ich mir überlegt, gibt es das? Und dann, also wenn wir wieder zurück zu dem Tierbeispiel gehen, wenn man für Funktoren braucht man also einen Typenparameter. Und wenn wir uns hier Dillo und Papagei wieder ansehen, die haben beide dieses Gewicht. Und die beiden anderen Eigenschaften sind spezifisch für das Tier. Und hier habe ich also geändert, dass Gewicht von einem großgeschriebenen zu einem kleingeschriebenen Parameter wurde. Also was habe ich jetzt hier gemacht? Wir haben jetzt unterschiedliche Darstellungen von Gewicht. Und wenn wir uns jetzt das Gewicht von Tieren ansehen, dann sehen wir, dass ein überfahrenes Tier nicht weiß, was sein Gewicht ist, und das bedeutet, dass das Gewicht sich nicht ändern kann. Und das bringt mich jetzt zum Ende. Also in eurem Domainmodell sucht nach einer Funktion, die zwei Dinge miteinander kombinieren in ein größeres Ding. Schaut, ob ihr dieses Ding assoziativ machen könnt, ob ihr ein neutrales neues Element findet, macht daraus ein Monoid. Sagt dieses Wort ein paar Mal, dann werdet ihr es euch merken. Schreibt Eigenschaften. Testet diese Eigenschaften mit QuickCheck. Wenn ihr Zeit dafür habt, dann beweist sie auch. Findet einen Funktor. Und das dauert ein bisschen Zeit. Wie ihr sehen könnt, bin ich sehr alt. Aber es wird leichter.
mit den Jahren. Und wenn die wichtigen Eigenschaften in eurem Programm entweder aufgeschrieben oder getestet oder sogar bewiesen sind, dann könnt ihr viel besser schlafen in der Nacht. Vielen Dank. Das war die deutsche Übersetzung von Getting Software Right with Properties, Generated Tests and Proofs von Mike Sperber. Eure Übersetzer waren Pascaline und Babla. Wir freuen uns über Feedback, entweder per Mail an hello@cdrlingo oder über Twitter mit dem Hashtag C3T. Ich mache Fragen, du machst Antwort. Hallo. Also QuickCheck hat 100 Tests generiert. Was wissen wir über diese Tests? Sind 100 Tests gut? Sehr gut. Sehr gute Frage. QuickCheck kommt mit sehr vielen Werkzeugen, das dir zum Beispiel die Verteilung der einzelnen Beispiele zeigt. Wir haben das noch nicht gesehen oder ich habe das noch nicht gezeigt, aber man würde normalerweise Generatoren für diese Beispiele schreiben und man kann in diesen Generatoren über diese Verteilung nachdenken und darüber sollte man auch drüber nachdenken, weil man sonst vielleicht große Bereiche seines Testraums nicht testen würde. Aber selbst wenn ihr das nicht tut, werdet ihr sehr viele Fehlerbugs finden oder ich finde auch sehr viele Sachen Fehler in meinem Code, selbst wenn ich nicht danach gucke. Aber ansonsten schaut euch Distribution an. Thank you. Next one, please, number two. Let's say I've hacked a program, for example, in Java or C-Sharp. Angenommen, ich habe ein Programm zusammengehackt in Java oder in C-Sharp. Wie kann ich das, was ich heute gelernt habe, dort anwenden? Wie fange ich damit an, wenn ich schon ein fertiges C-Sharp-Programm habe? Wie kann ich da QuickCheck drauf an? Okay, jetzt aufgrund der Programmiersprache, weil es in C-Sharp geschrieben ist. Okay, um ganz konkret zu sein oder ganz praktisch. Okay, wenn ihr an Eigenschaften nachdenkt. Zum Beispiel C-Sharp könnt ihr mit F-Sharp verknüpfen. Und es gibt eine QuickCheck-Version für F-Sharp, das heißt FS-Check. Und obwohl FS-Check in F-Sharp geschrieben ist, könnt ihr es aber auch in C-Sharp benutzen. Du hast also zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder deinen Test in C-Sharp schreiben, ein bisschen merkwürdig vielleicht, oder ihr schreibt eine F-Sharp-Test-Suite und macht das dort. Es gibt auch eine sehr praktische Java-QuickCheck-Version. Ansonsten würde ich vielleicht eine fanciere, hübschere Version in Scala verwenden. Beantwortet das die Frage? Also für die Sprache, die ich benutze, muss ich herausfinden, was die richtige Implementation von QuickCheck ist. Ja, genau. Aber in der Regel in meinen Kursen, und es gibt in der Regel, fragt jemand irgendwie für PHP oder so, in der Regel gibt es immer eine Version von QuickCheck. Thank you, and thank you, Mike, again, for showing us the way to sleeping soundly. Thank you.